Ich bin hier mit Dominik und Pascal und wir beantworten jetzt eure Fragen über alles, was mit Buffer zu tun hat. Also es wird keine Diskussionsrunde werden, sondern ein Frage-Antwort-Spiel. Und die erste Frage stelle ich euch vorne weg, weil ich weiß, dass es kommt, nur damit es aus dem Weg ist. Dominik, wann werden wir weggehen von der Minimum Required Version von PHP 2? Das ist eine gute Frage. Ich könnte mir gerne mal sagen, weil ja, das ist das. Ich bin ja noch nicht so lange dabei, aber eigentlich würde ich sagen, wenn plötzlich die Version angehoben werden würde von PHP 5.3 auf 5.3 oder 5.4, dann würde ich die User ausschließen, die keine Ahnung haben, wie man PHP updaten kann oder irgendwie, ja, was PHP überhaupt ist. Und das wollen wir halt nicht. Und ja, wir haben eigentlich keine Probleme zurzeit für Core und darum ja, bleibt das vorerst so, bis ja, die Anzahl User von PHP 5.2 auf eine ziemlich niedrige Zahl gesunken ist. Keine Ahnung, wann das sein wird. Genau. Das ich weiß nicht, wie. Also aktuell ist so, von den ganzen gesamten WordPress-Versionen ist der Prozentsatz bei 8, noch was Prozent. Für die letzte Stable, ich sag mal, das war jetzt so 4, da ist er mittlerweile schon ja, knapp unter 5%. Aber also es ist nicht so, dass wir selbst, sag ich mal, intern darüber auch reden und uns halt so ja, diese Prozentsätze raussuchen. Bisher haben wir aber noch keinen wirklichen da gefunden. Vor allem ist halt auch hinter, also so ein Update von 5.2 auf 5.3, das ist jetzt eigentlich zum heutigen Zeitpunkt 2016 eigentlich nichts, weil dann haben wir dieselbe Diskussion über 5.3 oder ja, über 5.3, die wir jetzt über 5.2 haben, im einen Monat wieder. Das ist dann halt nicht so wirklich der Sinn der Sache. Deswegen ist halt wirklich so unser Ansatz, dass wir halt sagen können, okay, wir springen jetzt direkt von 5.2 auf. Aktuell ist zum Beispiel 5.5, ist ja so, die noch mit Security Fixes ausgestattet wird, wenn ich mich nicht täusche. Dass man halt so einen Sprung macht und das ist aber dann halt doch wieder komplizierter, weil da ist dann halt dieser Prozentsatz von den aktuell genutzten PHP-Versionen doch höher, der liegt dann wahrscheinlich irgendwie bei 30%. Die können wir natürlich nicht ausschließen, das ist dann, deswegen müssen wir halt so diesen ja, Mittelweg irgendwie finden, aber da sind wir halt selbst auch noch auf der Suche, dass wir da irgendwie mal, ich sag mal, eine Roadmap definieren, wo wir dann sagen können, 2017 ist vielleicht soweit, oder? Also es gibt da halt wirklich nichts Konkretes. Dankeschön. Bitteschön. vielleicht ganz kurz zu uns. Wollen wir uns kurz vorstellen vielleicht? Haben wir direkt übersprungen. Ja, also ich bin Pascal. Aus der Schweiz, ich bin WordPress-Entwickler und Student. Und ich habe das Embeds-Feature-Plugin entwickelt, das in WordPress 4.4 kam. Ich bin jetzt Core Committer und Release Lead von 4.5.1. Ja. Ja, ich bin der Dominik. Ich bin der aktuelle Release Lead von 4.6. Das. Genau. Ich bin jetzt mittlerweile seit, ich sag mal, ja, glaube 5 Jahren oder so Core Committer selbst. Bin aber auch relativ noch in ja, anderen Gebieten von WordPress unterwegs, wie zum Beispiel Polyglots oder halt diese ganze Internationalisierung auch von der WordPress.org-Plattform selbst. Da beteilige ich mich und da käme ich wahrscheinlich auch die meisten eher von. Ja, so viel zu mir. Ich bin Konstantin, seit ziemlich genau einem Jahr Guest-Entwickler für WordPress. Ich habe den 4.3-Release geleitet letztes Jahr, der euch die fantastische Funktion wie Menüs im Customizer gebracht hat und natürlich auch Side-Icon. Ja. danke. Ich arbeite aber neulich in einem Team, was zu 100% zu WordPress und der WordPress.org-Plattform leitet. Das ist unser ganz Club. Aktuell arbeite ich an einer überarbeiteten Version des Plugin-Verzeichnisses und spreche da auch morgen Nachmittag drüber. Also wenn ihr das habt,
müssen es auch nochmal nachsprechen für Sie hier, da ist es meistens ein bisschen kompliziert, denke ich. Solange es, also einfach. Wie kommt ihr an die Grundlagen für die Prozentsätze? Also wer, welche Institutionen tragen dazu bei, dass ihr wisst, das so und so hat eben der Weg und so weiter? Also, wie kommen wir an die Grundlagen für die Prozentsätze, wenn wir wissen, wie groß der Versionsanteil ist in PHP? Ne? So, ja. Also, ja, also wenn ihr auch zum Beispiel Update vorgeht, also die Update-Seite im Admin, dann schickt eure DOS-Präsentation eine Anfrage an WordPress selber und fragt, hey, gibt es Updates für Core oder für meine Plugins, die ich habe, oder für meine Themes, die ich habe. Und mit diesen Anfragen wird diese Information weitergeschickt. Ja, welche PHP-Version habe ich, welche MySQL-Version habe ich. Genau, und so, so bekommen wir die Statistiken, um zu wissen, okay, 8,3% glaube ich sind das aktuell für 5,2 aller Versionen, also alle WordPress-Versionen verwenden 5,2. Ist das so richtig? Das ist richtig, ja. Okay. Das heißt dann zum Beispiel Installationen, wo nicht die konstante Liste laufen, was du gesagt hast, die werden gar nicht mit berücksichtigt. Es gibt ja die konstante oder die feine Liste laufen. Ah ja. Die werden dann gar nicht mit berücksichtigt, weil eben überhaupt nicht das Ping-Pong gibt es ab jetzt und so weiter gefahren wird? Oder Hat die konstante Disallow-Files Auswirkungen darauf, ob die Requests gemacht werden, Dominik? Das ist ein guter Teil. Ich weiß es nicht gerade gar nicht, dann. Ich würde sagen, nein. Also es kommt dann darauf an, ob dann diese Update-Requests noch gemacht werden. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob dann durch diese Konstante die dann auch blockiert werden. Ich glaube nicht, oder? Also wir haben keine Ahnung. Also es gibt zwar andere Konstanten für die Updates komplett, dann ist es natürlich. Also es kommt wirklich darauf an, ob jetzt deine Installation halt damit die Quest machen kann oder nicht. Ja, bitte. Wenn ihr die PHP-Version habt, bevor ein Update ausgeführt wird, dann könntet ihr ja das Update verhindern, wenn ihr die PHP-Version hochzieht. Okay, also. Ja, also die Frage ist, ob wir, also wenn wir ja die PHP-Version wissen, können wir ja die Updates quasi für diesen User auf einer tiefen PHP-Version blockieren, dass er nicht updaten und dann geht's kaputt. Das ist natürlich das Problem, dass man eine neue WordPress-Version hat mit coolen neuen Features und Bugfixes, vielleicht auch Security, und dieser User erhält dann diesen Release nicht. Und dann ist die Seite eigentlich unsicherer, als wenn er auf 5.2 ist und dafür die neueste WordPress-Version hat. Nein, das habe ich damit nicht gesagt. Also das habe ich. Wenn ihr Frage habt, die nicht mit WordPress seine PHP 5.2 zusammenhängt. Dann wird das Custom-Post-Status Ticket geschlossen. Das ist seit, glaube ich, 6 bis 7 Jahren offen. Und da ist irgendwie Diskussion drin, ob jetzt ein Custom-Post-Status ein Alias in einem bestehenden Status oder. Das ist eine Frage, die ich glaube, ich ist auch nicht. Also die Frage war, wann wird das Custom-Post-Status Ticket geschlossen? Was natürlich beide Möglichkeiten offen lässt, geschlossen als machen wir nicht und geschlossen als wir haben es gefixt. Ne? das ist eine gute Frage. Ja. Ich kenne das Ticket jetzt nicht genau, aber es gibt ja jetzt zum Beispiel 446, weil ich auch bei den Posts, was ich gesehen habe, habe ich einfach mal gefragt, die Community, was die sich gerne wünschen, 446. Da könnte es vielleicht sogar sein, dass dein Ticket auch schon mal ist. Da schaue ich mir das einfach mal an und dann zählt zum Beispiel so eine der Aufgaben von so einem Release, die einfach kommt gut aus für diesen Wunsch aus der Community irgendwie zu finden, die dann halt wirklich daran arbeiten wollen. Und daran liegt es dann halt wirklich, wann es dann halt gefixt wird oder halt auch halt geschlossen, weil es vielleicht auch eher irgendwas mit einem Plugin oder so. Ja. In dem Fall auch eher. Ich würde es mit erklären, dass diese Selectbox dann automatisiert auftaucht, wenn ein Custom Post Status Anliege, dass in dieser GUI, der Dropdown halt einfach erscheint. Das ist irgendwie anscheinend. Ich glaube, da gibt es auch schon Tests,
in dem Ticket? Mhm. Ja, das machen wir mal sehen. Ja. Ja, ganz sinn. Ich habe eine Frage, WordPress Core und Mehrsprachigkeit. Also, ist sowas geplant oder? WordPress Core und Mehrsprachigkeit ist sowas geplant. Pascal. Soweit ich weiß, kennt sich da Dominik eigentlich am besten aus. Ja. Du hast das, glaube ich, in Köln mal beantwortet. Genau, ich wollte gerade sagen, die Frage, ich weiß nicht, ob es sogar von dir selbst kam, also in Köln kam die Frage auch schon mal und da hat dann da darauf hingewiesen, dass es halt eine User Group gibt, die sich darum halt gekümmert hat. Das waren, glaube ich, 5 Personen, die sich dieses Thema halt angeschlossen haben. Da waren halt mehrere Plugin-Autoren von verschiedenen Plugins, die das halt schon irgendwie implementieren. Und das war halt so, ich sag mal, einer, ja, wie soll ich sagen, der Lichtblicke, sage ich mal, um dass da vielleicht was draus wird. Aber leider ist das aktuell so, dass sich das irgendwie im Sand verlaufen hat. Warum, weiß ich jetzt nicht genau. Es gibt da immer noch die Seite, ich weiß nicht, vielleicht weiß es sogar jemand. Thorsten, weißt du vielleicht da was? Ja, irgendwie sowas, genau die Seite. Da könnte man, da hatte, wenn ich mich nicht täusche, Simon, Nachname ist mir gerade entfallen. Simon. Genau, Simon. Der hatte sich da mal für eingesetzt, aber da gab es sogar auch mal mehrere Meetings zu. Aber wie gesagt, das ist sich irgendwie im Sande verlaufen. Da wäre es halt mal, also es fehlt halt einer, der sich da nochmal wieder da die Initiative nimmt und dann. Ich glaube, das Grundproblem ist, wie sie in der iPad sieht. Dass viele Leute, die die Frage verwenden, nicht 100% zufrieden sind, die Frage dieses Problem lösen und darauf hoffen, dass Core dieses Problem löst. Von Core auf einen anderen Seite aber sagt, wenn die Frage nicht in der Lage sind, das zu lösen, ja, dann können wir das auch erstmal nicht. Wir brauchen eine Frage, was das gut lösen kann. Also warten mal eben drauf. Ja, wenn ich noch was dazu sagen darf, ich nutze da sehr häufig die Helden, finde ich auch eine ganz gute Lösung. Ja, alle. Ihr sagt ja, dass er schade findet, dass das weltgrößte CMS das nicht lösen kann. Sind wir komplett deiner Meinung. Aber bevor wir eine unklare Lösung raushauen, wird was haben. Ja, mit der Leute noch zufrieden sind, erwarten wir. Ja. Konstantin, ich stelle manchmal fest, dass Anwender Fragen haben zum Core oder vielleicht auch einen Bug festgestellt haben und wir dann doch dazu neigen, sehr schnell zu verweisen, dann musst du ein Bug-Ticket schreiben. Ich glaube, dass es immer noch sehr viele Leute gibt, für die ein Bug-Ticket schreiben, was furchtbar kompliziertes ist und das für diese Leute eigentlich in dem Moment auch ein bisschen abwimmelt. Das war jetzt nicht Bug Core, aber eine ähnliche Erfahrung gemacht, wo 2016 rauskommen sollte und schon veröffentlicht war im Repo, aber so, dass es eben nur mit 4.4 nutzbar war. Und habe dann im Team gesagt, ihr habt ja ein Team im offiziellen Repo, das eigentlich gar nicht verwendet werden kann, weil das 4.4 zu dem Zeitpunkt noch nicht stable raus war. Und dann hieß es, das ist aber nicht Thema vom Team-Review-Team, sondern ich muss mich an die Meta-Gruppe oder an Core-Teams wenden. Und man wird halt dann im Grunde immer weiter verwiesen und landet irgendwann auf irgendwelchen GitHub-Seiten, wo man einen Pull-Request machen soll. Nochmal, gibt es da vielleicht irgendwas in Zukunft, dass wir solche Fragen und Bug-Anfragen, Bug-Tickets schon in einer anderen Form auch annehmen, zum Beispiel über Support-Forum? Die Frage war, wenn du es auf einen Satz zusammenfassen möchtest. Im Moment sind Bug-Tickets die einzige Möglichkeit, einen Bug zu reporten. Gibt es eine andere Variante? Im Moment sind Bug-Tickets die einzige Möglichkeit, Bugs zu reporten. Gibt es eine andere Variante? Nein. Eine Variante gibt es. Ich sag mal, gerade wenn wir die Beta-Releases und Alpha und so, dann gibt es ja ein spezielles Forum im englischen Superforum, das heißt dann Alpha Beta. Mhm. Da kannst du zum Beispiel, also es ist ja ein ganz normales Forum, deinen Fehler, den du gefunden hast, melden. Und dann gibt es da halt Leute, wie zum Beispiel hier die Mika, die dann halt, ich sag mal, das Schreiben des Tickets übernehmen. Also es muss relativ vorbestimmt, wie es halt passiert. Auch mal andere sind da, das wäre dann halt so, ich sag mal,
eine weitere Möglichkeit, wenn man sich halt nicht der Sache vertraut ist, so ein Ticket zu schreiben. Darf ich nochmal nachfragen? Ich hatte das so verstanden, dass es ja jetzt diese Feature-Requests gibt. Ich hatte das auch irgendwie verstanden als eine Art Metaebene, die über Bug-Tickets hinausgeht. Gehen Feature-Requests über Bug-Tickets hinaus? Meinst du damit Feature Plugins und Feature Projects? Feature Projects. Also nochmal was ganz anderes. Ja, Pascal oder so? Ja, also Feature Projects sind eigentlich nur ein bisschen ein neuer Name für Feature Plugins. Die gibt es ja schon eine Weile. Einfach zum Verdeutlichen, dass ein Feature Project nicht mit einem Plugin anfängt, sondern mit einem Problem, das man lösen will. Aber ja, das ist eigentlich was. Ja, das kann dann auch als Core-Patch angelöst werden, das ist notwendigerweise ja. Ein Plugin sein. Ja. Also, es hat nichts mit Bug-Reports irgendwie so zu tun, sondern es ist dann halt was. Ja. Feature-Befestigung in Form des Wegs. Das ist für Außenstehende nicht so ganz transparent. Ne? Okay. Das ist für Außenstehende nicht so ganz transparent. Das ist richtig. Und auch gerade mit einem Beispiel mit 2016 war es insofern. Was sehr viel komplizierter war, einfach, dass die Entwicklung auf GitHub stattfand und nicht im Core-Track selber mehr. Und das ist aber deine Frage oder dein Fehler oder dein Bug, der mehr eine philosophische Frage war. Im Sinne von, wie gehen wir das an, als ein Code-Bug, den man modellisiert gefallen könnte. Ja, es war halt die Entscheidung zu sagen, okay, wir sinken die GitHub-Entwicklung auf ein normales Workbox-Team, damit Leute, die eine Testumgebung haben, das dann auch direkt testen können, ohne eben zu GitHub gehen zu müssen. Die Absicht war eigentlich, das einfacher zu machen für Leute. Aber ich kann natürlich verstehen, dass es komplizierte Leute. Weitere Frage jetzt. Eigentlich zwei Fragen auf einmal. Eine an dich, Max, und eine an dich, Dominik. Erste, Dominik, was sind deine eigenen Bedingungen, die gehen für 4.6? Jetzt nicht nur das Crowdsourcing, sondern das sicher selbst aus dem Kopf. Zweite Sache, du hast gerade vorher erwähnt, ihr überarbeitet das Plugin-Repo. Ja. Kommt Git? Kommt Git nicht Git? Gute Frage. Die erste Frage war. Genau, die erste Frage war, was meine Ziele, Ideen für WordPress 4.6 sind. Also, beziehungsweise meine Ziele auch. Also, mein Hauptziel ist eigentlich, dass ich das ganze Team ein bisschen wieder. Also, es hatte jetzt nichts direkt mit dem Core zu tun. Sondern meine Absichten sind aktuell ein bisschen dahin, die ganzen Komponenten von WordPress, da sind wir ja aktuell bei 60, glaube ich, und da einfach mal wieder Leute zu finden für diese einzelnen Komponenten, die dazu bereit sind, die mal wieder ein bisschen ja, zu managen, irgendwelche Tickets abzuarbeiten, die ganze Zeit über die letzten 10 Jahre oder so da sich angesammelt haben. Das ist halt, geht so ein bisschen in Projektmanagement rein. Das ist auf jeden Fall einer meiner Ziele. Auch gerade die Kommunikation nach außen, weil viele Sachen finden ja eigentlich jetzt im Slack statt, was man halt auch nur ja, über einen Account dann halt lesen kann. Also man kann halt als Außensteher jetzt, der jetzt noch keinen Account hat, da relativ wenig Sachen lesen. Ansonsten bin ich halt wie jeder andere Release, die eigentlich auch auf die Mitarbeit der einzelnen ja, Committer, aber auch Feature Leads angewiesen, dass ich mir halt aus deren Ideen mir welche Sachen rauspicke, sei es da vielleicht irgendwelche neuen Features für den Customizer, um mal einfach eins zu nennen, ist zum Beispiel Customizer Transactions oder auch im Customizer die Post, also sozusagen eine Art Frontend-Editor über den Customizer. Das sind so ein paar Features, die eventuell in 4.6, also wir sind ja immer noch am Anfang, offizieller Start ist erst nächste Woche Mittwoch. Ich habe halt Ideen, wie zum Beispiel auch noch, das war letzte Mal in Köln, haben wir das schon mal angesprochen, so was auch ein bisschen vielleicht in Richtung multilingual geht, dass ein Benutzer seine Sprache fürs Backend festlegen kann. Was habe ich sonst noch? Also Ideen hat man halt viele, aber das Problem ist halt, dass man halt auch immer noch halt die Contributor dafür finden muss. Das ist jetzt so meine Aufgabe für die nächsten Wochen. Und ja, ist das soweit in Ordnung? Oder hast du noch alles klar? Ja.
extrem viel macht über alles, schwimmen wir Final von der Multiplos-Klasse. Wenn du schon Release bist, dann hast du ja Macht über alles. Nimm doch bitte endlich Final von der WP-Post-Klasse weg. Alles klar, ja, aktuell machen wir das halt wirklich so, dass wir fast eigentlich vor jeder neuen Klasse, die wir einführen, wirklich dieses Final davor setzen. Aus dem einfachen Grund, dass ja, das wir selbst nicht erweitern sollen, weil wir halt immer noch so denken, okay, wir haben es jetzt was eingeführt, aber und halt im Hintergrund mit dieser Backwards-Kompatibilität, da sind wir einfach mit den Feinen auf der sicheren Seite. Das ist einfach so. Und wenn wir da jetzt das zum Beispiel wegnehmen, dann müssen wir halt wirklich wieder darauf achten, was wir jetzt an der Klasse neu hinzufügen zum Beispiel oder sowas. Also ich verstehe auf jeden Fall den Ansatz, aber aktuell, ich sag mal, ist halt so die Philosophie, dass wir die Möglichkeit halt gerne unterdrücken müssen aufgrund einfach aus ja, Maintenance-Gründen, sage ich mal. Aber weiß ich, ich könnte jetzt gerne wieder sagen, ein Ticket, aber ich glaube, das gibt es sogar schon. Also das nochmal anzusprechen, gerade auch was vielleicht nochmal Vorteile, Nachteile, sowas, dass das auch nochmal gerne aufgreifen. Gerne in meinen Post zur Wunschliste 4.6 auch nochmal aufgreifen. Dann habe ich es im Hinterkopf und kann dann auch nochmal das gerne ansprechen. Und, ja. Die zweite Frage war, wir arbeiten am Plugin Directory, kommt jetzt endlich Git. Na, und? Ich hab auch Neuigkeiten, was das angeht. Kommt erstmal nicht. Sorry. Das heißt, ja, aber ist nein, aber. Ja. Nein, aber es gibt aktuell eine Möglichkeit für Feature-Plugins von GitHub selber, also nicht unbedingt GitHub, aber GitHub, ne, auf ein Plugin im Repository sinken. Ja? Und ich könnte mir vorstellen, dass dieses Script dazu verwendet werden könnte, das in Zukunft auszuweiten auf mehrere Plugins, wenn es in einem State ist, wo es skalierbar wird. Ja? Also auf mehr als 5 Plugins, die es aktuell bringen. Das Ziel des neuen Plugin Directories ist nicht notwendigerweise die Version Control Software, sondern mehr mal endlich wegzukommen von LibiPress, was aktuell die ganzen Daten managt, und hinzukommen zu WordPress. Ja? Also WordPress ist drin und das Ganze ist Open Source, und das ist eigentlich mehr das Ziel des Projekts als notwendigerweise die Versionskontrolle-Software zu ändern. Kann man dann vielleicht jetzt hier gleich an dich einen Feature Request stellen? könnte man endlich auf WP-Org Kommentare und die ganzen Diskussionsthreads und so weiter abdrehen und einfach nur einen Link einführen, der auf GitHub-Issues verweist? Könnte man Kommentare und Diskussions... Einfach alles, was Kommentare und Diskussionen angeht, von Support-Requests bis keine Ahnung was, einfach abdrehen auf Wunsch des Repo-Eigentümers oder des Da kann man Kommentare und Support-Requests einfach abdrehen und auf eine URL verweisen. Ich nehme an, du meinst zumindest den Support-Forum-Teil, in dem Leute Fragen stellen können. Ist aktuell, ja, ist ein schöner Feature-Request. wird in der aktuellen Version wahrscheinlich nicht groß Teil dessen sein, weil wir uns da eher auf die Feature auf WordPress fokussieren wollen. Aber das ist auf jeden Fall was in Zukunft getan werden könnte. Ja. Ich bin mir auch fast sicher, dass es schon irgendwo mal aufkam und diskutiert wurde. Das hört jetzt nicht komplett neu an für mich. Wenn du den Hintergrund so ein bisschen zu schildern. Nee, ich verstehe schon voll ganz. Den Hintergrund verstehe schon, warum das sein sollte. Sorry, wir wollten aber recht von der Diskussion und mehr gibt es die Frage, ob wir letztes Mal alles, was wir gemacht haben, ist ein bisschen ausgearbeitet. Mal noch Fragen? Ja, nur hinten rechts. Meine allseits beliebte Frage in WordPress-Schulungen, wenn Kunden die Sachen einrichten, warum gibt es in der Mediathek keine Taxonomie? Warum gibt es in der Mediathek keine Taxonomie? Das haben wir ja eigentlich schon beantwortet. Warum eigentlich? Möchte jetzt jemand von euch? Also lustigerweise haben wir Dominik und ich gestern darüber gesprochen, weil dieser Feature-Request beim Wishlist-Post wieder aufkam.
Ich verstehe das total. Bei großen Seiten würde ich das auch einbauen. Das Problem ist halt, für irgendwie ja die 80% der User, die brauchen das gar nicht. Also die sind dann irgendwie alleine Blogger und haben nicht so viele Bilder vielleicht. Aber es wird unterstützt, es gibt Plugins dafür und ist zu diesem Zeitpunkt halt eigentlich dann nicht Core-Material. Ja. Und nicht irgendwie eine separate Datei, um das zu konfigurieren.
Und ich denke, für Neuensteiger ist es immer noch super, dass die Schwelle nicht so hoch ist. Klar braucht es dann eine gewisse Kontrolle. Ich glaube auch, man achtet jetzt darauf, dass keine Plugins zugelassen werden, die es schon gibt in einer ähnlichen Form. Aber es gibt halt immer noch ein paar, ja, ich glaube, es ist schwierig, dann eine gewisse Balance zu halten. Also meine Meinung ist halt, dass diese einfache Einstiegshürde auf jeden Fall eine der Standpunkte von WordPress ist. Und ich stelle ihn halt auch um den Ecken jetzt. Wollen würde. Natürlich stimme ich dir zu, dass halt auch die Qualität der einzelnen Plugins dann manchmal doch zu wünschen übrig lässt. Allerdings muss ich dann auch sagen, dass dieser Review-Prozess, der ist nicht manuell, also der ist wirklich, ich glaube aktuell machen es sogar nur zwei, drei Personen, die dann halt wirklich die ganzen Plugins dann halt auch mal durchschauen und auch meiner Meinung nach mehr Feedback als früher gab. Also dass da auch schon mehr Wert drauf gelegt wird, auch gerade wenn es zum Beispiel geht um die Internationalisierung. Das war ja vor 2, 3 Jahren überhaupt, da hat sich keiner darum gekümmert, dass darauf jetzt zum Beispiel geachtet. Oder halt auch, wie Pascal gerade schon gesagt hat, die ganzen Duplikate, dass er sich dann irgendwann ein Automat gedacht hat, okay, kopiere ich mir das, ändere den Namen um. Da gibt es jetzt eine ganze Menge, da, keine Ahnung, letzte Woche wurden zum Beispiel einfach 20, 30 Plugins dann halt einfach wieder gelöscht, um halt diese diesen Qualitätsstandard dann doch so langsam allmählich dann, höher zu setzen. Also da wird schon dran gearbeitet, aber halt diesen allgemeinen, einfachen Einstieg, das ist halt wirklich einer der Standpunkte von WordPress, den ich halt gut finde. Auch. Ja, man muss auch sagen, dass sich durchaus angefangen haben zwischen, es gab in der heute einen Social Media Button Plugin, es hat mindestens zwischen Anfang zu sagen, wir haben 35 davon vielleicht. Könntest du uns sagen, was an deinem anders ist oder toll ist oder was das andere macht als andere? Und was ich auch nochmal herausstellen wollte, war, dass es durchaus was ist, was das Core-Team aktiv pusht, ja? Dass wir diese Einstiegsfläche so gering wie möglich halten, was uns leider immer nicht gelingt auch, was man an Andreas Frage sieht zum Beispiel, wo er sagte, es ist zu schwierig, einen Markt zu reporten. Ja? Also es ist immer noch was, woran wir arbeiten, was wir immer nach pushen wollen. Das ist eine Nachfrage, glaube ich. Nein. Okay. Ja, bitte. Wie sieht das Ganze mit Security Issues aus? Also wie muss ich mir den Ablauf vorstellen, wenn jemand jetzt ein Plugin, also du findest in einem Plugin letztendlich ein Security Issue, und gibt es bei euch da ein entsprechendes Security Team, der sich dann mit dem Entwickler zusammensetzt? Oder genau. Wie sieht das aus? Wie sieht der Prozess aus, wenn man einen Security Fehler in einem Plugin findet? Okay, ja, also man muss immer unterscheiden, Security, also eine Sicherheitslücke in einem Plugin oder im Core. Bei Core bitte unbedingt an security@wordpress.org mailen, nicht irgendwie öffentlich oder so. Und bei Plugins am besten per Mail an plugins@wordpress.org. Also das ist eigentlich wichtig, dass man das vertraulich macht. Bei Plugin vielleicht den Entwickler zuerst versuchen zu erreichen, wenn man den kennt. Und dann wird das eigentlich ziemlich zügig dann behandelt. Genau, in Sachen Prozess ist es so, dass es speziell für die Frage ist, dass man die Reviewer sich den Report angucken, sich das Plugin anschauen, den Autor versuchen zu kontaktieren. Wenn der oder die Autoren sich dann nicht melden, dann entschieden wird, ob man das Plugin deaktiviert quasi, ja, aus dem Repository raus sind. Und in einem ganz krassen Fall, wie es schon ein paar Mal eine Antwort mal vorkam, natürlich auch, wenn es ein Plugin ist, was relativ viele Installationen macht, ja, dann auch ein automatisches Update aufschickt, was dieses Security-Problem behebt. Ja. Noch eine Frage. Und zwar, du hast ja gerade eben gesagt, dass letztendlich bei jedem Login wird ja an WordPress letztendlich geschickt, welche Version ich habe, welche PHP-Version. Wird da auch eine Plugin-Liste mitgeschickt? Nicht bei jedem Login. Also die Frage war, wird bei jedem Login, wenn meine WordPress-Installation bei WordPress selber nachfragt, was es an Neuerungen gibt, wird dann auch eine Plugin-Liste mitgeschickt. Also es ist nicht bei jedem Login, sondern es ist nur in Plugins-PHP aufrufen und Teams-PHP und Update Core-PHP, also nur bei den drei Dateien oder Seiten quasi, wenn halt gecheckt, ob es neue Versionen gibt. Ja, eine Frageliste wird darin geschickt, ja.
Ich habe eine Frage zum Thema Editing. Also, wann kommt da was in den Code? Du hast eben schon mal so ein bisschen durchblicken lassen, dass du vielleicht ein bisschen an den Customizer denkst. Es gab da viele Bemühungen von der Zoll irgendwie. Da ist auch einfach jetzt meine Frage, ich habe das nicht weiter verfolgt. Wie ist da der Stand und ja, in welche Richtung geht es da? Ja, die Frage war bezüglich des Code-Editings von den Beiträgen. Da hatte ich ja schon am Anfang schon gesagt, dass es da jemanden gibt, oder ein Team, das sich halt mal daran setzt, dass halt die ganze Funktionalität von dem Customizer halt dafür zu nutzen. Die Idee von der Ella, Isolde, die ist, glaube ich, ja, auch ein bisschen im Sand verlaufen. Einfach. Ja, also viel übernommen. Also aus dem Plan, was ich geschrieben habe, wurde auch schon viel übernommen. Oder das oder auch so, ja. Aber halt dieses allgemein von den Dingen selbst. Ja. Genau, das ist dann halt wirklich. Ich glaube, das Plugin heißt Customizer Post und das müsste jetzt sogar auch schon, es gibt da, weiß nicht, ob das schon mal jemand gesehen hat, wenn wir solche Feature-Plugins haben, dann werden die halt auch in der Plugin-Liste unter, es gibt da so einen bestimmten Beta-Tab, aufgelistet, das heißt, da könnte man sich dann auch schon mal die Plugins dann hier installieren und dann halt mit dem Hintergedanken, dass man dann halt wieder mehr Leute gewinnt, die dazu gerne mitarbeiten wollen. Also das ist dann, wenn du dich dafür zum Beispiel interessierst, dann kannst du dir das Plugin ja auch mal installieren und schauen, ob das vielleicht so in die richtige Richtung geht und halt auch im Endeffekt helfen, um dann, keine Ahnung, ob jetzt 4.6 oder 4.7 dann halt etwas in diese Richtung halt zu bekommen. Wie heißt das Customizer Post. Okay. Müsstest du. Ja. Du hast das im Rest gemacht. Ja. Wir hatten vorhin dann direkt. Ja. Genau. Momentan ist es ja so, dass die Settings in WordPress über auch die WP-Admin-Oberfläche in die Datenbank gespeichert werden. Also allgemeines Lesen, Schreiben, solche Sachen. Bei Sublime Text, dem Texteditor, ist mir das zum ersten Mal untergekommen, dass man sowas auch in der Textdatei speichern kann, in JSON oder wie auch immer. Und ich finde den Ansatz bei den Einstellungen eigentlich sehr gut, zwecks Versionierung und auch Vorbereitung, also wenn man eine neue WordPress-Installation aufsetzt, da eine Textdatei einzusetzen mit den ganzen Einstellungen. Gibt es da schon Meinungen zu? Was ist eure Meinung dazu, die Einstellungen in einer Textdatei zu speichern, anstatt in der Datenbank? Die Frage war, ob die Einstellungen, die aktuell in der Datenbank gespeichert werden, halt ähnlich wie von Editoren, wie zum Beispiel Sublime, der Textdatei JSON oder Windows Indie abzuschalten. Ob es schon irgendwelche Ideen gibt, also, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Also ich weiß zwar, dass Sublime das so macht, aber so diesen Vorschlag allgemein für WordPress, also ich wüsste jetzt. Also ich denke, es wäre auf jeden Fall ein schönes Feature für Site-Setups, ne? dass man irgendwie eine Datei in irgendwo einballert beim Setup und man. Das kann automatisch funktionieren. Ich weiß nicht, wie das generell mit Migrationen aussehen. Also wie kann das ein interessanter Ansatz, aber das ist jetzt nicht sowas, was. Wie gesagt, also ich habe das jetzt noch nicht gehört. Ja. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein Ziel. Sagen, kommt morgen. Ja. Ja. Wenn wir vorne dann. Gibt es irgendwelche Bemühungen, so Plugin-Abhängigkeiten zu realisieren? Also es wurden jetzt im Moment die Frameworks werden ja nicht mehr angenommen im Repository, was ich irgendwie nachvollziehen kann, aber gibt es da vielleicht eine Alternative, dass man bald Bibliotheken im WordPress einbinden kann oder sowas? Die Frage war, wie sieht es aus mit Plugin Abhängigkeiten? Ja, Composer ist da wahrscheinlich ein Wort, das da häufig fällt bei Plugin Dependencies, wolltest du wahrscheinlich sagen, ja. Also technisch ist es eigentlich nicht so ein Problem, das umzusetzen. Das Problem ist eigentlich, dass das für den User so einfach wie möglich sein soll. Und da ist weder Composer noch die meisten anderen Bibliotheken sind da einfach zu bedienen und der User hat da keine Ahnung, dass der irgendwie eher noch etwas installieren muss oder will vielleicht nicht, dass das irgendwie automatisch geht. Und das ist eigentlich die größte Hürde. Also es ist, glaube ich, Stand jetzt ist es mehr ein UX-Problem als ein technisches Problem. Genau. Ich würde gerne die Geschichte aufgreifen mit den Settings. Ein anderes Thema, was auch so aus der DevOps-Ecke kommt, ist das Thema Login. Mal wird es in der Textdatei geschrieben, mal wird es in die Datenbank, mal wird eine E-Mail verschickt über irgendwelche Events, die passieren. Gibt es da irgendwelche Überlegungen, Dinge auch
ich sag mal, zu zentralisieren oder auch mal auf externe Plattformen auszulagern. Auch da gibt es ja genügend Dinge, ich sage jetzt einfach mal Creator oder sonst irgendwas, wo ich das Logging, das Monitoring von Seiten ein bisschen streamlinen kann. Die Frage war, inwieweit WordPress mit sich Login auseinandersetzt, ob es da mal irgendwann mal so eine zentrale Anlaufstelle gibt, wo sich dann halt auf die man sich dann halt spezialisieren kann. Die Frage ist, was für genaues Login meinst du? Meinst du jetzt so von wegen irgendwie Performance oder wirklich so Login von? Du hast ja auch E-Mails genannt, irgendwie so, mehr in Richtung Notification, sag ich mal so. Notification ist eins, aber auch zum Beispiel irgendwelche Events, Sicherheitsevents, Verstöße, die gegen Passwortrichtlinien kommen. Ah, okay. Was so wirklich im Operation passiert, müssen wir da machen. Oder auch sonst gehen wir. Also in Bezug auf Logging sage ich jetzt mal, dass ich das eher unter Plugin schieben würde, aber in Bezug auf Notification könnte vielleicht der Pascal was sagen, weil er hätte da... Ja, als mich Dominik gefragt hatte, was ich für 4.6 machen will, habe ich gesagt, Notification API. weil es gibt ja WP underscore mail für Mails verschicken und dann gibt es aber noch Push-Nachrichten und was es also gibt. Slack und so und vielleicht kann man da mal irgendwas machen. Und wenn das natürlich so eine API einfach zu erweitern ist, dann kann man das natürlich auch für Logging brauchen. Ja, aber wahrscheinlich ist die Zeit zu knapp für 4.6, aber es wäre auf jeden Fall ein interessantes Feature Project. Wir haben noch 2, 3 Gibt es eine Timeline für die Fields API? Die aktuelle Timeline ist so, dass geplant wird, ungefähr ein bisschen auf Basis von der REST API, dass Infrastruktur für 4.6 eventuell vorgeschlagen wird. Also so ist halt der aktuelle Status, aber noch was genaueres. Entschuldigung? Die Fields API, das ist zum Beispiel für Metaboxen, dass man da halt eine standardisierte API hinterstellt, um halt sowas einfacher zu entwickeln, ja. So, vielleicht noch eine Frage. Zum Abschluss. Jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht sagen, weil also auf meiner Liste steht es jetzt noch nicht irgendwie, aber du kannst es gerne mal vorschlagen. Ich kann nicht ja sagen, ich kann aber nicht nein sagen, also es kommt ein bisschen halt auf die Leute drauf an, wie es dann halt... Nein. Ja, also ja, es kommt ein bisschen, weiß nicht, bei der Fields API, da gibt es glaube ich Interface, deswegen könnte es dann halt, also jetzt nicht halt wie Pros, aber so generell ist das aber auch ungefähr auf einer Linie auch wieder mit Final und so. Hat Interface? Nee, es gibt kein Interface, wenn ich. Also, das wäre mir neu. Soweit? Okay, eine Frage hatten wir eventuell noch. Ja. Ganz kurz. Nicht ganz verstanden. Ja, leider habe ich nicht verstanden. Gibt es eine Möglichkeit, der PHP-Dateien zu beschreiben mit Sharpings? Ja, genau. Also, es sollen Plugins, Sprachdateien oder PHP-Dateien von Plugins im Scheißing überschreiben als jeder. Ach, von Plugins. Ah, okay. Gibt es eine Möglichkeit, von Sharpings aus Plugin-Dateien zu überschreiben? Nein, gibt es leider nicht. Also, Themes sind auch sehr gekapselt, also Theme-mäßig.
Security-Grafik und weiß dann auch nicht über Fragen Bescheid. Wir müssen aufhören. Ich habe hier noch eine Frage. Wir sind natürlich noch weiterhin hier auf dem Camp und auch in den Touren hauptsächlich. Kommt gerne vorbei und wir beantworten.